Heyho, Leute, und willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, in der letzten Folge haben wir hier schon mit ein paar Leuten getalkt und es soll jetzt weitergehen. Ich hoffe natürlich, dass wir in dieser Folge hier abschließen können und endlich mal diese Station verlassen. Aber ich habe mega Bock, einfach mal auf einen Planeten zu kommen und mir mal die Beine zu vertreten. Also hier kann man sich natürlich auch wunderbar die Beine vertreten, aber es ist nicht dasselbe. Es stand auch noch eines offen, nämlich der Sam-Kern. Nein, das war falsch. Karte, bitte, danke. Der Sam-Kern, wie komme ich denn da hin? Was ist das hier? Das ist eine Quest, die will ich nicht. Erstschlag. Nein. Wie komme ich denn zurück zum Sam-Kern? Was ist das hier? Caches Büro. Okay, das wird schon so angezeigt, alles klar. Kann ich nicht irgendwie auch die Missionen aufrufen? Logbuch. Verbündete, bla 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 bla. Abgeschlossene Mission, nein. Verbündete und Beziehungen. Beziehungen. Ach ja, man kann ja das ja auch machen. Es gibt ja wieder dieses Romanzensystem wie in den anderen Mass Effect oder allgemein BioWare-Spielen. Kategorie? Nein, Missionen. Erstschlag. Ein besserer Anfang. Erstschlag oder besserer Anfang? Was ist das? Die Einsatzteams der Miliz übernehmen gefährliche Aufträge im gesamten Cluster. Sprechen Sie mit Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu Ihren Operationen zu erhalten. Verfügte Einsatz, Team-Mission ansehen. Nein. Ein besserer Anfang. Auf der Hyperion mit Sam sprechen. Ja, genau das will ich machen. Verfolgen ein. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Eine Karte? Ich muss... Was? Okay. Wir gehen perfekt drauf zu. Ich kenne mich auf dem Schiff nicht aus. Was mache ich hier? Muss ich runter? Ich muss hier auf dem Deck bleiben oder muss ich runter? Muss ich runter? Ich muss nicht runter, weil es ist hinter mir. Komm, ich fühle mich verarscht. Was ist das hier? Informationstafel. Wir benutzen die Informationstafel. Vielleicht hilft das uns. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Meine Mitarbeiterdaten, okay. Sie sind Mitarbeiter Ryder, Gehaltsklasse 19b, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor 10. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Ernsthaft? Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. Krasser Urlaubsanspruch, muss ich schon sagen. Geil. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren 10. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tyrann Kandros. Ja, Nexus-Status. Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Okay. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Das klingt ja nicht so positiv, muss ich schon sagen. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. Sieben Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Alles klar, dann war's das. Wie komme ich jetzt zu dem Ding? Muss ich hier rein? Ohne Scheiße, ich verstehe die Karte nicht.
Muss ich denn vielleicht runter? Geht's denn vielleicht unten noch irgendwie weiter? Also es geht unten schon weiter, aber kann ich da irgendwie... Springen kann ich nicht, ne? Ich muss die Treppe nehmen. Alles klar. Ja, der Techniker kann mich mal. Muss ich hier unten rein? Ja, das sieht sehr gut aus. Hier unten geht's wirklich weiter. Alles klar, okay. Hier sollte ich dann auch zur Nexus kommen, ne? Also in der Nexus sind wir gerade, aber da komme ich bestimmt wieder auf die Arche zurück. Auf die Arche Hyperion, auf die Arche der Menschen. Und dann wollen wir mal mit unserem lieben Sam sprechen. Im Sam Care. Denn der hat ja vertrauliche Informationen für uns, die er nicht in unserem privaten Kanal teilen will. Was ich sehr suspekt finde, weil ist er nicht sicher. Eigentlich sollte der sicher sein, oder? Weil das ist ja so geheim. So, wo ist denn der Sam Care? Der ist irgendwie da drüben, okay. Wir werden einfach mal hinlaufen. Die Laufanimation sehr komisch. Ja. Kann man nur sagen, ne? Also, man muss ja auch mal negative Sachen anwerten. Das ist die Laufanimation. Die Schrott. Aber egal. Darüber sehen wir einfach mal hinweg. So, noch 35 Meter trennen uns vom lieben Sam. Ich sag vom Sam Kern. Wie einfach jeder reinlaufen könnte, ne? Sam? Hallo Ryder. Willkommen zurück im Sam Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Das wäre nett. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Sam, wenn wir zusammenarbeiten wollen, darfst du in Zukunft nichts mehr von mir geheim halten. Es tut mir leid. Ich erfülle lediglich die Wünsche Ihres Vaters. Was hat er uns verschwiegen? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur aufs. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Das könnte auf jeden Fall den Leuten Angst machen. Ich sag dem Team immer Supersoldaten. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ich sag's doch. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Wow. Wird es wehtun? Trotzdem habe ich da Sagen. Das ist alles so geil. Du bist nur ein Computer. Das wäre böse. Nee, ich will Sam nicht beleidigen. Trotzdem habe ich das Sagen. Komm, böse. Aber der Mensch hat trotzdem das Sagen, oder? Natürlich. Ich war nie dazu gedacht, den Pathfinder zu ersetzen. Nur dazu, ihre Fähigkeiten zu fördern und zu verbessern. Dann bin ich ja beruhigt. Also, wie sieht der Plan aus? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Das ist jetzt geil. Ach ja, das ist das Pathfinder-Profil. Soldat, Techniker, Experte, Wächter, Frontkämpfer, Infiltrator und Entdecker. Das sind die Profile, mit denen wir uns ein anderes Mal beschäftigen werden. Ein anderes Mal, ja. Nicht jetzt. Nein. Es gibt ein sehr ausgeklügeltes Skillsystem in diesem Spiel, worauf ich wahrscheinlich im Let's Play nicht wirklich auch eingehen werde, denn das mache ich meistens zwischen den Aufnahmen, also offscreen, denn das ist Gameplay, was sehr trocken ist, wo man auch ein bisschen nachdenken muss, wo man seine Skillpunkte verteilt, und das brauchen wir nicht hier drin. Das soll kein Tutorial sein, das soll ein Story-Let's Play sein. Wir wollen nicht was von der Story sehen, und wenn ihr denkt, ja, das wäre trotzdem interessant oder so, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, da können wir mal eine Special-Folge machen, wo ich ein bisschen was erkläre. Aber so lassen wir das einfach.
ihrem Schiff gehen. Wir könnten zu unserem Schiff gehen, aber war nicht irgendwas mit Quartiere des Vaters? Das würde mich schon noch interessieren. Nein, Karte. Ist das das Quartier des Vaters? Aha, das ist das Quartier, glaube ich, ne? Habitationstext. Als Atrium, Eine Möglichkeit finden, Sams Erinnerungsblockade zu entfernen. Ja, das markieren wir mal. Da will ich hin. Das Schiff wartet ja auf uns. Ich meine, das wird schon nicht davonfliegen ohne uns. So, da werden wir mal zu diesem, was hat da gerade getriggert? Egal, macht ihr mal. So, kann ich hier rein? Ja, danke. Das ist es also. Erinnerungsauslöser. Geil. Sam? Was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Erlik hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn Sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Kaffeemaschine untersuchen wir mal. Ist eine Idee. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Alter, das PC-Setup. Also, Rechner ist da. Bildschirm auch. Aber das sieht geil aus. Ich hätte auch gern so einen Arbeitsplatz, muss ich schon sagen. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Allgemeine Logs. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Was? Dr. Liara Tissoni? Alter, es knüstert gerade, ne? Mass Effect Feeling kommt gerade richtig auf. Warum? Hä? Also, ich weiß zwar, dass das alles zwischen dem zweiten und dem dritten Mass Effect Teil ist quasi die Initiative ins Leben gerufen worden. Also, die Arche ist vor der ganzen Reaper-Eskalation gestartet. Zwischen Mass Effect 2 und Mass Effect 3 ist die Arche gestartet. Das bedeutet, wir wissen gar nichts von der ganzen Reaper-Eskalation von Teil 3. Was werden wir also jetzt von Dr. Liara Tissoni erfahren? Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tissoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tissoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tissonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Hallo, Alec. Hier ist Dr. Tissoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Ja, Asari werden sehr alt. Die können durchaus 1000 Jahre alt werden, soweit ich das weiß. Aber die Stimme von Liara klingt ja anders wie in den anderen, also in der Haupttrilogie von Mass Effect. Klingt anders. Wahrscheinlich, weil sie noch ein bisschen jünger ist. Also in den Mass Effect-Teilen, in der Originaltrilogie. Hallo, Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte.
Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Letzter Eintrag. Was mit den anderen Loks? Ach so, das waren schon... Ach so, okay, dann bleiben wir mal im allgemeinen Loks. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Wir verstehen dich sehr gut, mein lieber Vater. Also, hier gibt es noch ziemlich viel, was wir uns anhören werden. Und ich sage schon mal so viel, wir werden es uns anhören. Auf jeden Auf Fall. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Oh, ich hab Bock, das alles anzuhören, ne? So, okay, dann würde ich sagen, wir melden uns mal lieber ab hier. Wir werden uns das alles irgendwann anhören. Wir werden die komplette Hintergrundgeschichte hier irgendwann verstehen. Doch, jetzt werde ich mal Richtung Andockbucht gehen, denn in der nächsten Folge werden wir endlich diese Station hier verlassen und mal festen Boden unter den Füßen suchen. Hier ist wieder das Sam-Kern, da wollten wir auch nochmal hin, ja. Ryder, die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Spiel die Erinnerung ab. Ja. Ich habe keine Fragen. Spiel ab, komm. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan. Was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Oh mein Gott. Boah, Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Ja. Ja, so war ich. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audio-Logs sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten.
Okay, ich arbeite weiter daran. Nein, das werden wir uns nicht alles durchlesen, / hören. Nein, nein. Das war vorerst alles. Natürlich. Natürlich. So, Leute, ich würde sagen, die Folge ist schon wieder mal überlang, ne? Also, in diesem Let's Play werden die Folgen immer deutlich länger als bei anderen Let's Plays. Normalerweise bleibe ich gameplay-technisch bei 15 Minuten. Wir sind schon wieder bei 22. Auch schön. Aber egal, Leute, euch wird es wahrscheinlich freuen. Wohl, wird es euch freuen? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Lasst auf jeden Fall ein klitzekleines Kommentar und auch eine klitzekleine Bewertung. Beide würden mich natürlich wie immer mega freuen. Und ja, ich verbleibe wie immer mit einem Rayon, sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got this way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! After all, don't put the blame on me.